Hallo und herzlich willkommen zurück zu Professor Layton. Suddenly Rätsel. Okay. Sechs, oder? Kann auch sein, dass ich jetzt wieder ein Denkfehler habe, weil ich zu einfach denke oder so, aber ja, sechs klingt für mich logisch. So richtig. Schon mal gut. Ja, genau. In der Mitte ist einer mit keinem und dann eben nur die oben und den Seiten hier. Die mittleren, sag ich mal, ne? Ja gut, jeder, der jetzt diesen Zauberwürfel hier kennt, ne, diese zum Drehen, sollte nicht wissen, wie das ungefähr... Damit kann man das sich ganz gut vorstellen, so. Wir suchen nach Ramon, wie es hier oben steht. Was hat der Typ denn zu sagen? Wahrscheinlich hat er sowieso nur ein Rätsel für uns. Und ja, ich beharre jetzt darauf, seit dem letzten Part, dass ich das nur noch Rätsel nenne, nicht mehr Rätsel. Dachte ich mal. Also, klar, ne? Einfach nur, hey, könnt ihr mir kurz mit dem Rätsel helfen? Wie alt ist der alte Vater? Der Vater Walker! Es. Okay, warte mal. Genau, geht ja. Jetzt könnte man mal... Das klingt so bescheuert, aber ich gehe jetzt mal mit echter Mathematik daran, ne? Also, wir haben das... Ich schreibe das auf extra Zettel, weil ich mit diesem scheiß Notizfunktion nicht zurechtkomme. So, wir haben das Vater, das Alter des Vaters. Das ist x. Und x ist gleich 22 plus 1/2 x. So. Gleichung lösen hat man in der Schule gelernt. 22. 44 müsste der alte Kerl sein. Zumindest wenn die Rechnung stimmt. Luke, here's my answer. Kaum zu glauben, Mathematik funktioniert. Another puzzle solved. Oh mein Gott! Kaum zu glauben, dass ich Mathematik im Leben tatsächlich noch gebrauchen kann. Ja. Genau. So wie es da steht. Wunderbar, das funktioniert ja. Ja. Ja, und wir lassen es weitergehen. Schade, ich hatte gehofft, der könnte mir noch irgendwie weiterhelfen, was Ramon angeht. Und den suchen wir ja immer noch. Ein Ohr. Okay, mal gucken. Wo können wir jetzt noch lang? Oh. Habe ich mit dem Typen schon gesprochen? Ich weiß es nicht. Oh. Scheint wichtig zu sein. St. Mysteria ist ein gefährlicher Ort geworden. Ich habe Ramon seit gestern nicht gesehen. Ja, na und? Vermisst wird oder sowas? Keine Ahnung. Ah, also in letzter Zeit verschwinden wohl einfach mal Leute. So, nichts passiert. Achso, ja, also was ist das mit den verschwindenden Leuten? Achso, wer sich krank und müde fühlt, der verschwindet einfach mal irgendwann. Sapon könnte man darüber sprechen, okay. Ja, wo
finden wir den? Haben wir doch schon mal gesehen, oder? Na, der mit dem Schnurrbart, diesem komischen Schnurrbart. Ich erinnere mich an ihn. Faszinierend. The day is far from over. Das kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. It's far from over now. Naja. Ein bisschen herumfragen. Haben wir dafür jetzt auch schon ein neues Rätsel? Na hier, genommen. Mysterium. Stimmt. Ab und zu verschwinden mal welche. Und hier ist so schon was Komisches abgebildet. Na gut, im Journal steht wahrscheinlich auch was dazu. Ja, Informationssuche oder sowas. Ist hier noch irgendwo was? Habe ich hier schon alles? Ich weiß es nicht. Ist ja auch nicht so wichtig. Das Einzige, was ich gebrauchen könnte, wären die Hinweismünzen. Davon habe ich noch 28. Und selbst wenn ich die jetzt nicht nehme... Die hatte ich schon gesprochen, glaube ich. Also selbst wenn ich keine Hinweismünzen mehr habe, gibt es das Internet zur Hälfte, wenn es sein muss. Wie, hast du noch einen? Jetzt lese ich jetzt gar nicht erst, weil es sagt sowieso nichts Wichtiges. Aber er hat ein Rätsel. The Camera and Case. Ah. Moment. Moment, das ist schwierig. 90 war die Antwort sicherlich nicht. Auch wenn ich da jetzt, ist ganz klar, logisch sieht erst die 90 aus, aber stimmt, glaube ich, gar nicht. Oh, ich kann mich nicht erinnern, was war nochmal die Lösung? Nee, ich stehe auf dem Schlauch. Scheiße, darf ich mir nochmal die Lösung suchen? Verdammt. Okay, das, was ich... Wieso kann ich hier mit Rot rummalen? Na, was soll's. Okay, meine Idee war doch richtig. Es sind... 5. Ich kann mich an diese... An diese Art der 5... an 5 zu schreiben, kann ich mir nicht gewöhnen. Ich schreibe die mal anders. Wenn man jetzt noch, wenn man jetzt noch die richtige Antwort hinschreiben würde und nicht nur die richtige Antwort denken würde, ne, das ist natürlich schlau. So, 5 kostet das Case-Dingsbums. 9, 5 Kristalle zurück. There we go. Ja, und er kann natürlich versuchen, dann übers Ohr zu holen, indem er dir nur 90 zurückgibt. Ja, ist klar. Aber warum verstehe... Also, eins verstehe ich an dem Rätsel nicht. Warum sollte ich mir die Tasche für eine Kamera kaufen, wenn ich keine Kamera habe? Naja. So, was können wir hier noch machen? Hast du noch ein Rätsel? Na, nächstes Mal. Du bist Zap-On, nicht wahr? Zap-On. Wie auch immer, was auch immer Zap-On bedeuten sollte. Zippo, du bist Zippo. Ja, genau.
Ah, wir sollen Crouton fragen. Ist das noch nicht offen, ne? Genau. Crouton. Crouton ist lecker. Also ja, du brauchst mir nicht sagen, was Restaurant ist, das weiß ich selber. Ja, komm, lass mich durch. Lass mich Arzt, ich bin durch. Was ist mit... Nein. Jetzt wollte ich doch nur ihn ansprechen. Hast du noch was zu sagen, Kleiner? Du warst der Schriftsteller, glaube ich, oder? Ah. Wusste ich's doch. Einfach immer wieder mit den Leuten reden, irgendwann kommen Rätsel dabei. Ach du Scheiße. Ja, toll. Wie viele Blätter Papier liegen da? Eins. Das kann doch schon nicht stimmen. Welche Größe haben die denn? Das scheint ein Blatt zu sein. Wäre das hier auch eins? Und das hier wäre nur so ein halbes, oder was? Vergesst es doch, habe jetzt keinen Bock. Mann, die Mühe mache ich mir doch jetzt nicht und zähle die ganze Scheiße nach. Das wird doch davon abgesehen, dass das jetzt noch lange dauern würde, wenn ich versuchen würde, das zu zählen. Da wäre es jetzt echt gut, wenn ich das auf dem DS spielen könnte, damit man mit dem Touchpender immer genauso Markierungen machen kann auch. Das ist aber mit der Maus scheiße. Gut. So kann man das zählen? Naja. Schön. Noch ein Gizmo. Was war das denn? Was ist los? Achso, ja, der Typ, der sich wieder aufregt. I'm furious. Wieder mal. Ah, diese Geräusche kommen aus dem Turm. Okay. Ja, wie soll man dabei schlafen? Steckt die Oropax in Ohren. Mann. Ja, gesichert. Der Schrein des Monsters im Turm. Ganz klar. Geräusche aus dem Turm. Gibt es dazu auch wieder einen Vermerk? Würde mich ja nicht überraschen. Nee, nur mit Sappon. So, das können wir noch einbauen. Was ist mit dir? Hast du noch ein Rätsel? Nein. Du lachst nur wieder den Typen aus. Yay, Münze. Hast du noch ein Rätsel? Nein, offenbar nicht. Aber du hast doch bestimmt noch eins. Bevor du uns helfen willst, müssen wir ein Rätsel lösen. Richtig. Ramon, nee, der war nicht da. Und wieder eine Sackgasse. Ja, genau. Für einen Kaffee kommt der Gamer von der Arbeit. Welche Gerüchte? Ah, ein seltsamer Mann läuft durch St. Mystère und entführt Leute. Ja, wer ist denn der Typ? Ja. Wer könnte das noch sein? Wer könnte uns da besser helfen? Das Café, was erst am Abend aufmacht, genau. Das ist mal ein Gerücht. Also,
Ja, oder irgendwie so. Missing Servant completes, obwohl wir ihn nicht gefunden haben. Oh. Genau, und wir haben jetzt hier diese Puzzle nicht gefunden, also diese Rätsel nicht gefunden und deshalb sind sie bei, ich glaube im Deutschen hieß sie Oma Enigma, oder? Es wird dunkel, das ist gut. Ja, damit macht er zu, dafür öffnet dann die andere Butze. Gott, mit den Wolken, da zieht ja heftig aus über dem Turm. Ah genau, erstmal, was haben wir alles rausgefunden, ne? Wir haben einen seltsamen, schreienden Tower, nennen wir es mal lärmenden Tower, verschwindende Leute und einen Kidnapper. Ja, strange Situation. Keine Ahnung, was das soll. Ja. Okay. Also werden wir jetzt zu Nacht schwärmern und durchsuchen etwas dieses schöne Dörfchen. Speichern, ja, warum nicht? Ich speichere selten. So. Okay, wieder ein paar schöne Münzen. Und hast du jetzt ein Rätsel für uns? Ja, sie will uns nicht helfen. Toll. Seltsames Mädchen, muss ich mal sagen. Ja, sicher. Rätsel und sie hilft uns. War ja klar. Puzzled Aliens? Okay, ich kann also auf jeden Fall schon mal schreiben. Das verstehe ich jetzt nicht. Der macht ein Loch in ein Blatt Papier und markiert es mit einer Linie, um den anderen zu zeigen, wo das Loch ist. Wovon reden die? Verstehe ich auch nicht. Sorry. Nee, das ist nichts für mich. Lass mal hören. Also ich würde jetzt erstmal raten, es ist ein Stift. Aber da ich nicht weiß, gucke ich wieder mal nach. Okay, darauf wäre ich nicht gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wäre nicht darauf gekommen. Es liegt aber auch daran, dass es im Englischen für mich sowieso ein bisschen schwierig klingt. Aber dieses Rätsel gibt es, glaube ich, im Deutschen noch nicht. Das ist anders. So wie ich das gerade verstanden habe auf der Internetseite, ist das ein Rätsel, das es nur in der amerikanischen Version gibt. Die Lösung ist ein Kompass. Wer sich jetzt denkt, was soll der Scheiß?
Was hat ein Kompass damit zu tun? Der muss jetzt wissen, was das Wort Kompass... Nein. Nein. Nein, scheiße. Der muss jetzt wissen, was das Wort Kompass... Das englische Wort Kompass bedeutet. Es bedeutet nämlich nicht Kompass, sondern Zirkel. Nein. Wie male ich denn hier ein A? Ja, geht doch. Mit einem oder mit zwei S? Mit zwei S. Kompass. Zumindest steht es so auf der Internetseite. Wenn das Internet jetzt lügt, dann weiß ich auch nicht. Ja, ein Zirkel. Okay, Zirkel ist logisch. Macht ein Loch und dann zieht man eine Linie rundherum. Das stimmt, das ergibt voll Sinn. Nur selbst wenn, ich hätte das englische Wort für Zirkel eh nicht gewusst, also. Naja. Ja, wenn man nachts nicht aufpasst, könnte man Schwierigkeiten bekommen. Yay! Der Ball ist vorbei. Wir müssen zum Café, das machen wir beim nächsten Mal. Ja, Kaffee wäre jetzt definitiv nicht schlecht, wenn es dunkel ist, ne? Bis dann. Ciao.